Hallo zusammen. Heute möchte ich gerne, ja, diversen Wünschen von euch entsprechen. Und zwar hatte ich gestern keine Idee, was ich für heute schminken kann, welches Video ich heute zeigen kann. Und da habe ich euch gefragt bei Instagram, was eure Wünsche sind für ein Video. Und da haben sich ganz, ganz viele gemeldet. Es kamen viele verschiedene Vorschläge zu verschiedenen Themen. Manche haben sich aber auch wiederholt. Und daraufhin habe ich gesagt, das, was am häufigsten kam, das gucke ich mir jetzt an und versucht das noch miteinander zu verquicken. Viele haben sich generell ein Make-up-Video gewünscht, andere ein High-End-Make-up-Video. Die Aufforderung kam häufig, dass ich mehr High-End wieder zeigen soll. Wobei ich immer an meinen Videos sehe, dass Drogerie definitiv besser ankommt. Einige haben sich auch ein Style and Talk gewünscht, dass ich einfach so mit euch plaudere, während ich mich schminke. Und so ein bisschen verquicke ich jetzt alles miteinander und mache das jetzt auch so. So speziellere Sachen konnte ich jetzt nicht umsetzen. Ich zeige euch kurz, was ich hier auftrage von Dior, eine Foundation, von der ich denke, dass sie jetzt aktuell zu meinem Hautton sehr gut passt. Und ich glaube, das passt sogar hervorragend. Ja, also manche Wünsche konnte ich jetzt auch nicht erfüllen. Also manche hatten sich einen Urlaubsvlog gewünscht. Den hätte ich jetzt natürlich zeigen können, aber ich habe ihn nicht gedreht im Urlaub. Das wird dann schwierig. Also das kann ich ja im Nachhinein schlecht machen. Dann kam zwei oder dreimal sogar der Wunsch nach einem Haartutorial. Also Haarpflegeprodukte inklusive Styling, wie ich mir die Haare style aktuell. Und da habe ich gedacht, das passt jetzt gerade auch nicht so gut, weil ich nämlich gerade gestern beim Friseur war und habe meine Strähnchen auffrischen lassen, um das Ganze so ein bisschen einheitlicher aussehen zu lassen, also mein natürliches Grau so ein bisschen anzupassen. Und dann wurden sie auch geschnitten, weil sie doch im Urlaub ein bisschen, also wir waren im Urlaub in Ägypten, in einem Sonnenurlaub. Und da haben sie natürlich gelitten, ne? Also durch Salzwasser, Sonne und ja, teilweise Poolwasser und so. Das ist schon immer, das beansprucht schon immer sehr das Haar. Und deswegen wollte ich das heute nicht machen, weil ich jetzt nach dem Friseur meine Haare 3, 4 Tage mal komplett auch in Ruhe lassen möchte und sie dann erst wieder wasche und dann wieder neu style. Aber ich habe mir das für die Zukunft auf jeden Fall notiert und werde das bestimmt noch mal machen, wenn das viele von euch interessiert. In diesem Zusammenhang wollte ich euch jetzt bitten, auch hier bei YouTube natürlich, weil um diese Plattform geht es, einfach mal einmal in die Kommentare zu schreiben. In diese Kommentare, mein Gott, was ist los mit mir heute? Also schminken und gleichzeitig erzählen fällt mir nachgewiesenerweise immer schwerer. Es wird immer schwieriger für mich, weil ich nicht den Anschluss verpassen will. Ich will den Faden nicht verlieren. Gleichzeitig muss ich mich darauf konzentrieren, was ist der nächste Step bei meinem Make-up. Ob das jetzt sowas für mich ist, weiß ich gar nicht. Egal. Also ich wollte euch bitten, auch hier bei YouTube, weil es geht ja um YouTube, mir zu schreiben, welche Art von Videos ihr bei mir besonders gerne seht. So, Dankeschön erstmal dafür, fürs Zuhören bis zu dieser Stelle und jetzt natürlich auch für den Kommentar, den ihr vermutlich jetzt gerade schreibt. Oder euch überlegt, den gleich zu schreiben. Ist ja auch wurscht. So, jetzt kommt ein bisschen Puder zur Fixierung oben drüber. Da kann man auch loses Puder nehmen. Ich wollte heute so ein bisschen in diesen Herbstfarben bleiben, weil ich diese schöne neue schokoladenfarbene Bluse hier trage. Habe ich gedacht, passen wir das ganze Make-up Chocolate an, also dem Thema Chocolate an. Finde ich schön. Das machen wir jetzt auch. Und ich benutze ganz viele verschiedene Puder und dann noch dies und das und jenes. Das mache ich bei mir im Alltag oft auch so. Und wenn ich dann gefragt werde im Nachhinein, was hast du denn heute geschminkt? Boah, dann muss ich ernsthaft überlegen. Und dann denke ich immer so, ja, welche Puder waren das jetzt nochmal? Und was hast du nochmal für einen Highlighter drauf? Und welchen Bronzer hast du heute verwendet? Kurzum, man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger. Und meine Augenbrauen muss ich auch immer wieder machen. Da bin ich jetzt wieder auf den Trichter gekommen, sie häufiger zu färben, was immer ganz gut ist. Dann haben die schon mal so eine Grundfarbe, Grundform natürlich auch und Grundfarbe. Dann ist es ein kleines bisschen leichter für mich, sie täglich nachzuzeichnen. Vielleicht ist das auch eine gute Idee für euch. Also da gibt es in der Drogerie Augenbrauenfarben, die man ganz leicht anmischen kann von verschiedenen Marken. Habe ich schon einige probiert. Im Grunde genommen sind die alle gleich. Also funktionieren alle recht ähnlich.
Man sollte sich immer gut vorher durchlesen, vorlesen, sich selber vorlesen, durchlesen, wie das genau funktioniert. Aber in der Regel ist da halt eine Farbtube bei und ein Entwickler. Das mischt man dann zusammen und kann sich das auftragen. Und ich mache das immer noch so, dass ich vorher, ich kenne ja die Form meiner Augenbraue, aber vorher mache ich oft noch so, ja, sowas wie Vaseline oder so, mache ich mir dann hier unten noch drauf. Und manchmal auch hier oben, damit, wenn ich mal kleckse, das ganz leicht wegwischen kann und das gar nicht erst mit meiner Haut in Berührung kommt. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich eben aber auch so wenige Augenbrauen habe. Na, ich habe ja früher viel zu viel gezupft, wisst ihr alle. Und da habe ich eben jetzt heutzutage Pech und muss dann damit leben, dass ich jeden Tag meine Augenbrauen nachzeichnen muss. Die Foundation von Dior, die ich hier ganz am Anfang aufgetragen habe, es ist die Capture Total Super Potent Serum Foundation von Dior. Die ist super, super reichhaltig. Die werde ich jetzt im Winter wieder gerne tragen und ich hatte auch schon mehrfach darüber nachgedacht, sie mir einen Ton heller nochmal zu kaufen, weil sie sehr, sehr, sehr pflegend ist und für ganz, ganz trockene Haut ganz, ganz toll geeignet ist, glaube ich. So trocken ist meine Haut nicht, aber auch ich kenne das Phänomen, dass im Winter, wenn die Tage kühler werden, meine Haut auch nach mehr Pflege verlangt. Kann man natürlich auch mit Pflege alles machen und dann nur eine leichte Foundation drüber geben. Das ist schon fast egal, ob die Foundation jetzt noch pflegt oder nicht. Aber die hier, die unterstützt das Ganze natürlich nochmal ganz extrem. Und ich finde die ganz, ganz toll. Und ich habe sie mir damals im Sommer gekauft, glaube ich, oder früher, ich weiß nicht mehr. Und auch wirklich blind bestellt. Und das Ganze war einfach nur, ja, es war ein Tacken zu dunkel. Jetzt, wo ich frisch aus dem Urlaub komme, passt sie. Aber lange kann ich die nicht tragen. Das ist also schön doof gewesen. Von mir hätte ich sie mal lieber heller bestellt. Und da denke ich jedes Mal, wenn ich sie tragen kann und raushole und wieder auftrage, denke ich darüber nach, sie mir nochmal in heller zu bestellen. Und vielleicht mache ich das nach diesem Video dann auch mal. Kleines bisschen frischen Blush hier oben drauf und dann sind wir bei den Augen und die Augen. Ich liebe es ja, meine Augen zu schminken. Ich wollte es heute eigentlich so ein bisschen zarter halten, habe ich erst überlegt, aber dann habe ich meine Schublade aufgemacht und habe eine Palette wieder gesehen, die ich noch gar nicht so oft verwendet. Das ist die Pretty Grunge Palette von Huda Beauty und ich habe hier reingeschaut und habe die Farben gesehen und habe gedacht, ey, das ist wirklich, wirklich, wirklich Herbst. Da sind so tolle Farben drin. Hier so ein rötliches Braun. Das hier ist so ein dunkles Braun mit so einem leichten Lila-Einschlag. Super schön. Hier so ein klares, dunkles Braun. Hier unten haben wir noch einen cremigen Ton mit drin. Damit kann man super einen Eyeliner machen. Deswegen habe ich zu ihr gegriffen. Und ich sage euch jetzt, welche Farbe ich daraus verwende. Oder welche Farben ich daraus verwende, falls ihr das so oder so ähnlich nachschminken wollt. Und ich habe hier lauter Pinsel von Make-up Coach am Start. Und ich fange an mit dem Lidschatten 3 Pinsel von Make-up Coach. Der ist ein bisschen fester gebunden. Und da gehe ich in die Farbe Hope hinein. Das ist so ein dunkles, klares Schokoladenbraun. Den trage ich mir hier außen auf, gehe aber auch so ein bisschen in die Mitte. Ich kann ihn ganz gezielt tupfen mit diesem Pinsel und auch nach oben ziehen so ein bisschen. Ich nehme noch mal ein kleines bisschen nach, verstärke die Farbe noch mal. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen Start. Dann gucke ich noch mal so gerade in den Spiegel und ziehe hier die Farbe noch mal so ein bisschen hoch. Auch hier auf dieser Seite nehme ich ein kleines bisschen nach. Also echt schön. Jetzt brauche ich aber noch einen, ja, leichten Blendepinsel, dann nehme ich den Lidschatten 1 zum Verblenden und zwar möchte ich dann hier so die Kanten so ein bisschen weicher aussehen lassen. Ich habe jetzt bis jetzt nur die eine Farbe verwendet, ne? Wisst ihr Bescheid? Weil ich möchte jetzt gleich noch einen von diesen schönen Schimmertönen darüber geben. Vorher jedoch werde ich hier im Innenwinkel bis zur Mitte einen etwas helleren Ton nehmen und zwar die Farbe Love Anarchie oder Anarchie. Das ist so ein matter, heller Braun-Grauton. Ihr seht ja, wie ich das hier auftupfe. Das ist übrigens noch der gleiche Pinsel, der Lidschatten 1. Und damit kann ich dann auch schön nach oben hin ausblenden und zwar bis zur Augenbraue hoch. Dann kommt der Lidschatten 2 Pinsel. Das ist ein ganz flach gebundener Lidschattenpinsel.
Und damit gehe ich jetzt erstmal in die Farbe Stand Up. Ein bisschen in den Innenwinkel und so ein bisschen reingezogen. Das ist so ein ganz, ganz leichter Schimmerton. Jetzt drehe ich den Pinsel um und gehe in die Farbe Avantgarde. Das ist auch so ein Ton, der leicht schimmert. Den gebe ich mir in die Mitte auf. Und ich mache das so jetzt, als wenn ich hier alleine sitzen würde und mich schminken. Dann würde ich nämlich auch mal in die Farbe, ach, dann nehme ich hier nochmal was nach und ach, das schimmert mir nicht genug, dann nehme ich hier nochmal was und so. So mache ich das halt auch, wenn ich mich, ja, alleine schminke. Die hat auch so einen ganz, ganz leichten Sparkle mit drin. Wem das nicht reicht, der kann auch in Rebell gehen. Das sind so richtige Sparkle-Flocken, möchte ich mal sagen. Große, dicke Sparkle-Flocken. Damit gehe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen hier drüber, weil sowas mag ich auch total gerne. Habe ich jetzt spontan Lust drauf bekommen. Das passiert auch ganz häufig, wenn ich mich schminke, gerade an den Augen, dass ich denke, oh, heute machst du mal was ganz, ganz Leichtes. Gehe noch mal in die Farbe Hope vom Anfang, in dieses dunkle Braun und trage mir das hier unten am unteren Wimpernkranz noch auf. Und dann passiert es eben ganz, ganz häufig, dass ich dann da noch mal reingehe und da. Und mir passiert es auch manchmal, dass ich mir einen Bronzer auftrage und dann denke, da könnte noch ein bisschen mehr. Und dann nehme ich noch einen anderen Bronzer. Und dann denke ich, ach, was ist denn noch so einen ähnlichen? Der schimmert. Nimmst du den auch noch? Und dann habe ich drei Bronzer übereinander aufgetragen. Manchmal ist das so. Und dann ist es natürlich kein Wunder, wenn ihr mich dann fragt, sag mal, was hast du denn heute auf den Augen? Weil ich denke, wie erklärst du das jetzt? Das ist manchmal nicht ganz so leicht. So, jetzt nehme ich mir einen angeschrägten Pinsel zur Hand. Der heißt Kleiner Schräger, auch von Make-up Coach. Und gehe hier in diesen Cream-Ton rein, der ebenfalls in der Palette ist. Und mache mir damit so einen kleinen Eyeliner. Aber nur so von der Mitte bis nach außen gezogen. Das verstärkt einfach nochmal den Wimpernkranz, macht ihn so ein bisschen kräftiger schwarz und dann wird getuscht. Und das Tuschen dauert bei mir, wenn es ordentlich werden soll. Egal, ob ich das mit einer Drogerie-Mascara mache, da benutze ich die Panorama ja total gerne im Moment. Hatte ich auch mit im Urlaub. Meine Lieblingsmascara aller Zeiten ist die Chanel Le Volume Waterproof, die abends sehr, sehr schwer abgeht. Also da muss man wirklich mit etwas Ölhaltigem rangehen. Aber die trage ich auch nicht nur in einer Schicht auf, sondern in mehreren. Und damit will ich euch jetzt nicht langweilen, deswegen blende ich das jetzt hier weg. Und dann seht ihr gleich das Ergebnis nach, naja, sagen wir 3 Schichten. Ich bin einfach fest davon überzeugt, dass diese Mascara meine Wimpern persönlich am schönsten aussehen lässt. Es gibt noch ein paar weitere Favoriten für die Wimpern. Es gibt auch schöne Mascara aus der Drogerie, so für Alltags, wie gesagt, die Panorama beispielsweise benutze ich auch sehr gerne. Und es gibt auch noch ein paar High-End-Mascaras, die ich toll finde, zum Beispiel von Benefit oder von Yves Saint Laurent hatte ich eine, die auch super schön war. Ja, aber der unangefochtene Nummer 1 ist eben und bleibt meine Chanel Le Volume. Sollte sich das ändern, sage ich euch Bescheid, aber ich glaube, diesen Satz habe ich auch schon in den letzten 10 Jahren ungefähr so 25 Mal gesagt und es ist noch nicht eingetreten. Bei den Lippen möchte ich auch schokoladig bleiben und ich hoffe jetzt sehr, dass die Kombination, die ich mir hier ausgesucht habe, passt und auch gut aussieht. Ah nein, ich versaue hier gerade meine Bluse. Schaut mal, ich habe so einen kleinen, oh oh, es war so ein kleiner Glitzerpunkt, den ich hier, oh je, einfach verwischt habe gerade. Ich habe den gesehen und habe so gemacht und habe dann so einen Streifen runtergezogen. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt den Faden verloren. Lippen, genau. Ich will jetzt hoffen, dass diese Kombination, die ich rausgesucht habe, so gut aussieht, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wenn das mal immer so schnell gehen würde, ne? Nee, ich habe mich jetzt konzentriert, habe meine natürliche Lippenform nachgemalt und mit diesem Dunkelbraun. Und dann habe ich einen Lippenstift rausgesucht von MAC. Den habe ich wirklich schon jahrelang und ich habe eine kleine Lippenstiftsammlung von MAC und ihr kennt die auch aus meinen früheren Videos. Und diese Farbe hier, die hat es mir immer besonders angetan, früher, und ich habe die schon ganz, ganz lange nicht mehr getragen. Und ich habe jetzt gerade eine Bestellung ausgelöst, dazu werde ich euch wahrscheinlich dann nächste Woche ein Video zeigen. Da sind auch wieder 2 neuere MAC Lippenstifte dabei und ich bin gespannt, wie die dann sind.
Aber diese Farbe hier passt, wie ich es mir vorgenommen hatte. Perfekt zu dem Liner. Und sie duftet immer noch gut. Sie ist cremig. Schön auf den Lippen. Und passt hervorragend zu meiner braunen Seidenbluse. Bin ich sehr, sehr happy mit. Sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt kann ich auch meine Klammer rausnehmen. Jetzt die Haare so ein bisschen legen. Und das ist dann auch schon der fertige Look. Ich hoffe sehr, dass er euch gefällt und dass euch das Video Spaß gemacht hat. Natürlich soll ja im besten Falle einfach nur unterhalten und vielleicht ein kleines bisschen inspirieren, dass ihr wieder neue Ideen bekommt. Vielleicht jetzt im Herbst auch das Make-up mal zu verändern. Vielleicht wirklich ein etwas reichhaltigeres Make-up aufzutragen, falls ihr da noch eins habt oder euch mal nach einem umzuschauen. Und vielleicht auch mal andere Farben auszuprobieren. Die Auswahl ist ja riesig, nicht nur im High-End-Bereich, sondern natürlich auch in der Drogerie. Und dieses Braun und alles so in einem Ton, das finde ich eh immer sehr schön. So ein bisschen monochrom. Jetzt habe ich auf den Augen ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr gemacht. Das ist aber so mein Stil. Das mag ich voll gerne, meine Augen so zu betonen. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Make-up gefällt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video mehr. Und schon am Sonntag kommt das nächste. Da wird es dann auch wieder ein bisschen um Make-up gehen, aber hauptsächlich um Fashion. Mode zeige ich euch wieder. Ganz, ganz tolle neue Herbstmode. Also freut euch auf jeden Fall drauf. Und in der Woche drauf zeige ich euch dann meine neuen MAC-Lippenstifte, denke ich. Folgt mir auch sehr gerne bei Instagram. Da bin ich meistens ein bisschen schneller. Da geht es auch ein bisschen schneller, wenn ihr mögt. Dort heiße ich auch Mamako Beauty. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.